Hallo, guten Tag. So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder bei Andi, Subi Performance in Performance. Ich war schon so im Troisdorf. Nein, wir sind bei Subi Performance in Troisdorf. Hi. Erstmal vielen Dank, dass du so motiviert bist, diese Buchsen hier reinzuzimmern. Das ging jetzt ja fast in Rekordzeit. Ja, es hat immer nur am Werkzeug und an den Tools gehapert, die ich nachordern musste. Ne? Das heißt, der große Check kommt noch. Nee, wie ihr seht, sind jetzt tatsächlich diese 10 Buchsen hier drin. Wahnsinn, dass wir das erleben. So, das war so ein bisschen, ich sag jetzt mal, eine für dich auch so eine, ich will nicht sagen so eine heilige Arbeit, aber dir war es ganz recht, dass wir mit der Kamera in dem Moment nicht dabei sind und du das lieber für dich in Ruhe machen kannst und so weiter. Ne? Ja. So, du hast das Ganze aber zusätzlich gefilmt. Das heißt, es gibt ein ausführliches Video dazu bei Andi auf dem Channel, allerdings in Englisch. Mit meinem tollen Subtitel, genau. Sollte das Video bis dahin online sein, machen wir jetzt genau hier eine Infokarte rein, für alle, die Interesse daran haben. Okay. Ich selber werde es mir auch angucken, weil ich habe es selber noch nicht ganz verinnerlicht, was du gemacht hast. Mhm. Aber genau deswegen sind wir jetzt ja heute hier und gucken uns das Ganze mal an. So, Thema Gewinnspiel. Oh. Es gibt mal wieder ein Gewinnspiel, wie ich bereits sagte, bis Weihnachten. In dieser Folge gibt es zu gewinnen, und zwar, weil du ja auch schon seit langen Jahren Motul-Partner bist, ja. Hat Motul sich auch dazu, ich fand das auch eine coole Sache, möchte auch gerne mitmachen, und heute gibt es zu gewinnen für den Kommentar mit den meisten Likes in einer Woche, einfach einmal ein Ölwechsel inklusive Getriebeölwechsel nach Wunsch, also wir nehmen nicht den Ölwechsel vor, ihr könnt uns einfach anschreiben, sagen, ihr braucht so und so viel Liter von dem und dem Öl, nein, bitte kein LKW mit 34 Liter, sondern einen ganz normalen Pkw. Wenn ihr da noch eine Automatik habt, könnt ihr gerne euer Getriebe mitwechseln, könnt ihr natürlich beim Schaltgetriebe auch machen. Und einen Ölfilter legen wir auch noch oben drauf mit feinstem Motul. Darf ich da mitmachen? Klar. Aber du gewinnst nicht. Hattest du das beim letzten Video geklärt? Ja, ja, klar, natürlich. Ich habe verzichtet. So, also nee, jegliche Teilnehmer von uns sind natürlich davon immer ausgeschlossen. Und okay. Soll ja auch. Aber die 5 Bucks kriege ich trotzdem von dir. Ja, wir arbeiten mal. Okay. Wir arbeiten mal. Für den Billet-Block dann. Ja. Würde das gehen, ja? Ja, das Ding. Direkt erste Aufgabe. Okay, ich muss los. Nein, so. Wir machen das mal in der Reihenfolge, wie du das Ganze gemacht hast. Wir haben ja letztes Mal schon gesehen. Übrigens extrem cooles Video geworden mit deinen Voice-Overs. Ja. Wie du den Block final gebohrt hast. Vorbereiter fürs Buchsen. Genau, ja. Board für die Buchsen. Mhm. Jetzt war das erste Problem, dass die Buchsen theoretisch sich verdrehen können beim Einsetzen. Genau. Beziehungsweise falsch, werden diese Buchsen eingepresst oder reicht es da rein, Block erhitzen, Buchsen kalt machen und rein? Da der Block hier so filigran aufgebaut ist, habe ich mir einfach gedacht, wenn wir den jetzt wirklich mit viel Untermaß bohren und der kühlt ab und das zieht zusammen, dann platzt das Ding, dann reißt er. Deswegen hat er nun 100stel Untermaß, temperiert und dann flutscht das so von alleine rein. Das geht beim 100stel schon. Wenn er der hat Block 100stel Untermaß bei normaler Temperatur. Ja, ja, klar. Natürlich. Wenn der dann temperiert ist, dann... Das heißt, auf wie viel Grad hitzt man so einen Block vor? So 200 Grad. Oh, ja, schon sportlich. Ja. Und dann Buchsen rein. Die Buchsen sind geklebt? Ja. Okay, das heißt... Block heiß, Buchsen rein. Und da war jetzt das Problem, dass die Buchsen eigentlich eine Stellung haben. Ja, man sieht das ja hier, dass die flach zueinander sind. Und ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ich jetzt die erste Buchse einsetze und die ist nur um ein 2/10, 3/10 verdreht, dann führt sich das ja fort. Mhm. Somit mussten wir 100% gewährleisten, dass die Buchsen parallel zueinander reingehen. Mhm. Und dafür habe ich mir erstmal ein Werkzeug gebaut. Das macht nämlich Andi gerne. Bisher, ich habe so viele Kumpels, die tagtäglich sagen, Alter, Andi, der steht ja den ganzen Tag an der CNC und baut sich irgendwas. Ne? Ja. Ist auch das so fast. Ne? Muss man. Also wenn du nicht am Video schneiden bist, bist du an der CNC so. Hör auf. Ich kann das Werkzeug mal gerade holen. Hol mal. Er wusste das also. Hast du liegen lassen? Ja. Egal, aber in dem heutigen Zeitalter können wir ja perfekt Videomaterial genau. über unseren Smalltalk hier legen. Ihr seht auf jeden Fall, du hast dir ein Werkzeug, erstmal musst du es dir überhaupt überlegt haben, wie du das Ganze machst. Genau. Und hast dann ein Werkzeug gefräst, was in die 4 Bohrungen von den Kopfschrauben greift. Mhm. Und einfach passend dazu eine abgeflachte Seite hat, dass die Buchse immer passend genau. reingeht. Ja.
Ich habe mir erstmal angeguckt, was kann ich hier symmetrisch verwenden an dem Block, und dann haben sie mir halt direkt die, die Bohrungen für die Stehbolzen ins Auge geschoren. Dann war das noch so perfekt, dass die auch mittig immer zum Zylinder sind. Das ist ja nicht immer so. Manchmal hast du das auch leicht versetzt. Somit konnte ich das Werkzeug einsetzen, Buchse rein, Werkzeug rüber, Buchse rein, Werkzeug rüber, Buchse rein, und dann hat das auch gut gefluppt. Wie war das so vom Gefühl her, als du dann die Torqueplate draufgeschraubt hast? Es hat so gut geklappt, dass die wirklich, weil mit der Hand reinrücken, schon auf Endmaß waren. Schlimm wäre es, wenn ich sie mit der Torqueplate anziehen müsste. Es ist ja auch so, wir haben ja auch nur ein ganz kleines bedingtes Zeitfenster, denn wenn die Buchse die Temperatur des Motors annimmt, dann dehnt sich das aus und dann kannst du hier nicht nochmal was nachjustieren, dann ist vorbei. Ja. Und ich sag's euch, hätte ich die Buchse unten das Werkzeug irgendwie schief eingesetzt, dann hätte die zweite nicht mehr reingepasst, dann ausspindeln, rausstemmen. Wäre Feierabend. Wäre irgendwie viel Arbeit für die Katz gewesen. Und die Buchse ist jetzt einfach nur, ich sag jetzt mal, wieder reingeschrumpft? Nee, die ist nicht nur reingeschrumpft, sondern auch eingeklebt mit einem Fügelklebstoff von Henkel. Muss ich kurz unterbrechen, Henkel, waren wir tatsächlich letztes Jahr? Nee, war nicht letztes Jahr, aber dieses Jahr definitiv, und haben sogar eine Werksbesichtigung gemacht. Cool. Also made in Germany das Ding hier quasi. Ja, fast schon. In Heidelberg, weiß ich noch, war das. Okay, sorry, dass ich unterbrochen habe, also von Henkel ein, was hast du gesagt, Fügelklebstoff. Unglaublich hohe Klebkraft, dichtet zusätzlich noch den Zylinder auf der vollständigen Fläche ab, also da mache ich mir gar keine Sorgen, dass wir das Problem haben, dass Kühlwasser ins Öl gelangen kann und ist bombenfest. Also ist endfest, das Ding. Ja. Jetzt muss man dazu sagen, es ist jetzt ja hier nicht so wie bei Limo, wie wir es gemacht hatten, sondern eigentlich hast du ja keinen Wasserkanal aufgemacht. Also wenn, müsste das Wasser ja wirklich jetzt gerade hier vorne irgendwo. Genau, also entweder hier so durch, also dann müsste es aber auch schon unter der Kopfdichtung durch. Ja, ne? Nee, da nicht. Und dann so durch die Kante da so rein. Mhm. Oder halt hier zwischen ist halt ein Wasserkanal. Ne? Genau. So, jetzt werden einige bestimmt sich fragen, ist es jetzt schlimm, dass die nicht 100% zueinander symmetrisch sind? Ja, das ist ja, also der Moment, wie man Zeit hat, um das Ding einzusetzen, da kann das sich immer noch um 100 verdrehen, aber das spielt ja überhaupt gar keine Rolle. Mhm. Wichtig ist, dass sie nicht so überlappt sind, dass wir die nicht mehr reinbekommen haben. Ja. Ich habe zur Sicherheit die auch nochmal unten angefasst, dass, falls das passiert, dass sich es gerade dreht. Haben wir aber so gut wie nicht gebraucht. Mhm. Und dazu kommt, von der eigentlichen Dichtfläche auf der Kopfdichtung ist es ja eigentlich auch egal, weil es dichtet eh nicht in dem Bereich, sondern es dichtet ja eh auf der Wandstärke, die einfach durch die Buchse gegeben ist. Ne? Ob das jetzt ein bisschen so oder so verdreht ist zueinander, vollkommen egal. Ist auch egal. Und dazu muss man auch sagen, wenn sie jetzt parallel wären, wäre ja in dem Moment der Spalt auch breiter. So ist er jetzt halt an einer Stelle ein bisschen enger und an einer Stelle ein bisschen größer. Aber das ist schon... Das ist wirklich nur minimal. Ne? Es ist schon so, dass... Wenn ich mir schon andere Buchsen angeguckt habe, wieder. Was ich hingegen extrem cool finde, ist, wie bündig das hier schon alles so drin ist. Ne? Ja. Also das stützt sich ja wirklich so richtig ab. Hier sieht man zum Beispiel auch noch ein bisschen dein Fügelklebstoff. Genau. Der sippt da noch ein bisschen raus. Weil jetzt kann sich die Buchse halt richtig schön abstützen hier. Ne? Genau. Der ist auch hier oberhalb auch nochmal eingeschrumpft. Das ist nicht so, dass wir hier eine lockere Passung haben, sondern jetzt, wenn es temperiert, wieder abgekühlt ist, ist das. Ah, das heißt, ein 100 haben wir hier auch so. Ja. Okay. Cool. Ja, so viel zum Thema Buchsen. Die sind jetzt hier für immer und ewig bis zur Scheidung irgendwann. Scheidung? Wenn dann 4 Zylinder die Gruppe verlassen haben. So lange bleiben die da auf jeden Fall erstmal drin. Das ist jetzt aber noch nicht alles. So, jetzt wollten wir heute eigentlich weitermachen. Leider. Falsches Werkzeug gekommen? Ja. Weil jetzt als nächstes, beziehungsweise später, wollten wir eigentlich die Nut hier reinstechen für den Kupferring. Mhm. Das müssen wir erstmal vertagen, weil der leider vom Durchmesser her nicht groß genug ist. Ja, ich habe leider einen Zahlendreher gehabt und habe mir den falschen Bohrkopf geordert. Das ist hier so eine Messeraufnahme für Nuten zu stechen. Und hier habe ich mir extra so ein Messer bauen lassen. Das hat genau 0,975 mm Breite. Mhm. Der Draht hat 1 mm. Mhm. So haben wir da auch eine leichte Presspassung, wenn wir das einsetzen. So ein Messer zu fertigen, das haben die Jungs vom Cutting Tool für uns gemacht. Ist gar nicht so leicht, denn du siehst, der hat auch so eine Abschrägung. An der Stelle gehen Grüße an Marius raus. Der ist nämlich unser Experte in Kupferringe einsetzen und kriegt teilweise das ist hier ein Traum. Weil wir haben ganz oft es gehabt, dass sie leider nicht drin halten. So, ne? Und dann fängst du an, vorsichtig dengeln, bis hinten angekommen, du vorne wieder raus und so. Ne? Soll ich dir mal was zeigen? Das habe ich
Also ich habe das Werkzeug erstmal getestet. Ich wollte es jetzt nicht an meinem Block testen. Ich habe so eine Bremsscheibe mal getestet. Da haben wir jetzt eine Bremsscheibe mit Kupferring. Willst du mal gucken, wie das da reingeht? Nee, das machen wir. Wir bauen ihn ja eh noch zusammen. Das ist Vorfreude auf dann. Okay. Das gucken wir uns dann an. Alles klar. Wenn wir die Ringe da reinmachen und so weiter. Ja. So, okay, das heißt, da brauchen wir jetzt leider einen richtigen. Aber du hast hier schon mal ein bisschen vorgearbeitet. Yes. Da blenden wir jetzt auch immer nach und nach ein bisschen Material ein. Und der Andi erklärt uns mal, was er hier eigentlich gemacht hat. So, das Ganze ist hier eigentlich auf dein Bohrwerk. Mhm. Wobei, nee, nennst du es ein Bohrwerk? Wie nennst du es eigentlich? Ja, es ist so ein Planbohreinheit. Genau, aber eigentlich planst du ja drauf. Ja, beides. So, das heißt, eigentlich sah die Fläche ursprünglich mal so aus. Man sieht, die Buchsen haben immer noch ein bisschen Überstand. 3/10 sind es. Jetzt erstmal die erste große Frage. Es gibt ja viele Amis, die fahren das sogar tatsächlich so. Die wollen diesen Überstand haben. Mhm. Glaube ich aber, wäre für uns der Untergang. Ja, definitiv. Da wird dahin. Safe sicher, wenn wir dann den Block jetzt anziehen mit den super Bolzen, würden wir hier irgendwas alles knicken, irgendwas würde brechen. Denn das ist eben alles so filigran. Mhm. Wenn man einen Motor hat, der so aufgebaut ist, dass der Sitz von der Buchse wirklich irgendwie auf einem vollen Fundament steht, dann kann man den richtig geben. Ne? Richtig vorspannen. Aber hier würde die Buchse oval werden, drücken und so knicken. Oder wenn man irgendwie den Bolzen mehr oder weniger unten wie eine Art Zuganker hat und das richtig zusammenziehen kann, das ne? Aber hier reißt wieder ähnlich, wie wir es beim Limo-Block hatten, der ja gerissen ist dann, den wir gebuchst hatten. Ja. Da war es ja auch genau so, dass an der Einstelle der Kupferring ein bisschen zu weit rausstand. Ich sag jetzt mal, das ist ja vergleichbar mit, mit der Buchse, die jetzt raussteht. Ne? Und wenn du dann natürlich die Bolzen links und rechts da drin führst und dran reißt, klar, dann bricht das halt einfach auseinander. Ne? Und weil, überleg mal, das war ein massiver Gussbock. Das war ein Gussbock, ja. Das ist hier eine richtig filigrane Geschichte. Okay, das heißt, Step 1, hier planen. Genau. Und dann sieht das Ganze nämlich richtig geil aus, weil wenn man jetzt hier nämlich mal guckt, dann sieht das schon fast so aus, ja, also A sieht es schon mal so aus, muss man wirklich so sagen, als wenn das ab Werk da drin war, ne? Weil das ist wirklich schon alles so. Da spürt man keinen Übergang. Nee. So fein. Muss ich hier irgendwas beachten beim Planen oder nimmst du genau den gleichen Kopf zum Rüberfahren? Weil es ist jetzt eine Mischung aus Stahl und Alu. Ja, das ist wirklich ein bisschen das Problem. Du siehst hier, die Alu-Oberfläche ist so leicht mattiert. Wenn ich einen Block mit nur einem CBN-Cutter-Messer, das sind so kleine runde Messer, kann ich dir mal zeigen. Das ist jetzt das Alu-Messer. So ein einziges, damit machst du alles runter? Oder sind da mehrere von dann dran? Nee, eins. Okay, krass. Das ist das Alu-Messer und das hat eben die Eigenschaft, dass es sehr glatte und tolle Oberflächen auf Aluminium erzeugen kann. Ist aber nicht gut geeignet für hier diese Gaugussbuchse. Jetzt ist hier das Stahlmesser gerade auf dem Plankopf drauf. Das hat eben andere Eigenschaften. Können wir so einen Plankopf mal einmal zeigen? Ja, klar. Das interessiert mich jetzt ja, wie der da. Es ist ein massives Teil, was eben mit hoher Masse. Okay, das ist wirklich der Planheater. Das ist Planheater, echt. So sieht der Kollege aus. Und das ist das Messer. Ne? Und das bisschen. Genau, und das ist halt hier eine hohe Masse. Das hat halt sehr viel Kraft, wenn das einmal mit 600 Umdrehungen dreht. Umdreht, ja. Dann rasiere ich da mit einer Step-Tiefe von 1,5 Hundertstel die Buchse halt platt. Und die Seite ist nochmal zum Schlichten hinterher, oder wie? Nö. Oder liegt man könnte mit zwei, man könnte mit zwei Messern nachmachen. Ah, okay, also ist einfach nur Deko. Ja. Aber die Oberfläche ist, hier schau mal, wenn wir jetzt einen reinen Aluminiumblock planen, siehst du, ist die Oberfläche so am Glänzen. Obwohl, das habe ich gar nicht damit gemacht. Warte. Das habe ich mit der CNC gemacht. Hier. Siehst du das? Ja, ja. Das macht dein Block ja nicht, dieses Finish. So. Das liegt einfach daran, dass wir das andere Messer genommen haben. Ja, ja. Hier ist krass, hier sind auch diese Einsätze von dir drin. Ne? Ja, und hier das ist heißt, Kupferringnut. Das heißt, eigentlich sind hier komplett umlaufend Wasserkanäle, die alle komplett zugemacht sind. Das hatten wir in einem Video schon mal so zugesagt. Genau, das wird alles zugemacht. Und am Ende sieht man das wirklich gar nicht mehr. Irgendwann müssen wir das auch mal machen. Ja. Weil ich kann es mir bis heute nicht vorstellen, wie du das so genau hinkriegst, dass es halt genau so reingeht. Aber das ist eine Wissenschaft für sich. Ja, das ist viel probieren, studieren. Ich habe ja jetzt einen N54-Motor auch Close-Deck umgebaut. Ah, das wäre auch cool, ja. N54. Haben wir jetzt schon diverse Gespräche darüber über N54. Ja? Cool. Ich war gespannt. Bald bin ich N54-Profi. Okay, so, das heißt, einmal komplett rüber geplant. Ja.
Und jetzt können wir zusammenbauen. Nee. Gerade. Die Buchse hatte original noch 1 mm Untermaß. Ich habe deinen Kolben, den du mir mitgegeben hast, ausgemessen. Mhm. Somit haben wir dann erstmal die Buchse aufgebohrt auf 82,90 mm. Mhm. Das heißt, die Kolben haben 83,00. Ja. Mhm. Und dann haben wir die Faser, denn hier beim Bohren entsteht hier oben so eine ganz scharfe Kante. Mhm. Du siehst auch hier, ne, das geht noch. Haben wir das angefasst. Okay, nee, Schritt für Schritt, das heißt, als nach dem Plan als erstes gebohrt. Mhm. Was ja schon mal cool ist, dass du das beides auf der gleichen Maschine machen kannst. Ja, dann musst du nur den Kopf wechseln. Ja. Das heißt, du musst es nicht wieder neu spannen und so weiter. Genau deswegen können wir heute auch nicht weitermachen, weil wir wollen, dass es genau so gespannt bleibt und am Ende die Ringe drin sind, dass das wirklich von der Fläche her, von der Achse her alles 100% die gleiche ist. Ne? Genau. Beim Bohren irgendwas gemerkt in Bezug auf Buchse, Material und so weiter? Nee, weil das ist ja so ein richtiger super duktiler Guss. Ja, die hat das ziemlich angenehm bohren lassen. Also man hört das von der Geräuschkulisse. Ich habe mit einer Zustellung von 5/10, also ich habe 5/10 in einem Schritt aus der Buchse rausgenommen. Das hat sich angenehm angehört, das hat nicht irgendwie gekreischt. Das Messer war ein normales Messer, war nicht mal ein neues Messer. Und du siehst, fühl mal die Oberfläche. Ja, sieht gut aus. Ja. Und das heißt logischerweise, wenn ich das hier sehe, machst du das komplett ohne Schmier- oder Kühlmittel? Ja. Das geht auch. Ja, du arbeitest auf diesen Bohrwerken mit so geringen Spitzen an der Schneide, dass du so wenig Energie da reinbringst, dass die Temperatur auch nicht hochgeht. Deswegen kann man mit den heutigen Techniken an Messern, die man nicht vorauf hat, auch trocken arbeiten. Mhm. Jetzt natürlich sagen jetzt die Industriejungs, nein, das ist viel besser, wenn du es so machst. Okay. Ist es auch. Aber für diese Bearbeitung in der Geschwindigkeit, wir haben ja hier keinen Stress, wir müssen den ja nicht in 30 Minuten durchgebohrt haben. Nee. Also ist das vollkommen okay. Mhm. Okay. Hohn kommt ganz am Ende? Ja. Das heißt, theoretisch musst du noch 1/10 rausholen? Genau. Ja. Okay, und jetzt Thema Phase. Mhm. Phase heißt, man sieht es hier so ganz bisschen, das was so ein bisschen spiegelt hier. Die ist entscheidend. Ich habe auf jeden Fall schon einige Motoren gesehen, wo sie viel zu groß ist. Ja, dann ist es halt nicht so toll. Also es ist, besonders ist es eine Montagehilfe bei dem Kolbenring. Mhm. Denn man macht sich ganz schnell, wenn man hier so eine scharfe Kante beim Reinmachen, den Kolbenring kaputt und dann, und es ändert hier jetzt auch nichts groß am Brennraum. Ist, natürlich, genau genommen ist es irgendwie nicht ganz ideal, weil der Brennraum verwinkelt ist, aber ich finde die schon so filigran, die... Ganz fein, ja. Okay, ich vermute, du hast die Phase nicht mit so einem Handendgrat. Das mache ich tatsächlich manchmal. Echt? Aber nur bei den Subaru-Motoren, denn wir haben hier oben einen Alusteg stehen. Mhm. Aber geht das? Ja, hier mit einem Handendgrat, das wäre schon ziemlich kriminell. Hab ich auch schon gemacht. So sieht das Ding aus. Das ist doch der massive Handendgrat hier. Genau, das ist der Bohrkopf. Der wird dann hier so eingestellt. Ich hier den Nähtraining machen. Ja. Und dann pumpen wir heute. 45 Grad Winkel, dann wird hier ganz fein die Faser. Das mache ich auch automatisiert. Mhm. Sprich, ich mache die erste Phase per Hand, schaue mir dann hier, siehst du, das ist die Z-Achsenhöhe, die eingespeichert ist. Wenn ich die hier fahre, kann ich die verändern und sehe ganz genau, okay, bei 61,410 war die Phase perfekt. Mhm. Gib die Höhen ein, passe das an. Und dann macht er die an allen 5 Zylindern automatisch. Das heißt, die ist auch überall perfekt gleich. Das heißt, die erste machst du per Hand, du machst die Tiefe der erste per Hand. Genau. Und merkst du die Tiefe und machst dann einfach weiter. Er findet den Mittelpunkt dann aber automatisch vom nächsten. Das ist ja, der Mittelpunkt ist immer noch gesetzt. Ne? Okay. Also vom Bohren und allem. Ja. Alle. Sind die alle 100% gleich? Vom Zylinderabstand? Ja, das habe ich gecheckt. Mich mal interessieren, ob die so... Ach so, da, ja. Ich dachte, du wolltest jetzt erstmal gucken, ob die jetzt... Nee, ob ich die wirklich alle den gleichen Zylinder habe. Wir können mal gucken, wie präzise mein Bohrwerk bohrt. So. 92. Boah, Alter. 92.900. Jetzt kommen wieder einige, wir können ja niemals auf den 1000. Nee, können wir auch nicht, aber ist egal. Nur wenn wir es versuchen, ist schon ein Traum. Guck mal hier. Aber ich sag euch eins, dieses Messinstrument kann auf den 1000. genau messen. Leck mich ab, Alter. Hör auf. Ich hab's gar nicht kontrolliert vorher. Boah. Sehr gut. Okay. Ja. Das hat er auch sehr schön hinbekommen. Ja, das ist auf jeden Fall cool. Das ist übrigens dein Kolben. Den kennst du ja heute. Mal gucken, ob der hier gut Platz nimmt. Geil, wäre jetzt so plump. Oh, verdammt.
Ja, der Kolben wird auf jeden Fall andersrum gut reingehen, weil der ziemlich konisch ist. Ne? Mhm. Also hier, wenn ich mir das reingucke. Einen halben Millimeter da oben so weniger. Ja, ja. Oh, hier. Wo ich den Kolben sehe, da müssen wir auf jeden Fall oben den Kolbenboden noch beschichten lassen. Danke. Mhm. So, Faser ist drin. Faser ist wirklich filigran und wenig. Nochmal für alle, die es gerade vielleicht nicht ganz verstanden haben. Diese Faser da oben ist dran, dass wenn wir den Kolben einsetzen, muss man immer die Kolbenringe irgendwie vorspannen, weil die haben eine Vorspannung, dass sie sich auseinanderdrücken. Das ist immer eine ziemliche Fummelarbeit. Und damit man immerhin so einen leichten Einlauftrichter für die Kolbenringe hat, ist hier oben jetzt eine Faser dran. Dass wenn man sie reindrückt, sie automatisch sich ein bisschen zusammenziehen. Ich kann dir allerdings gerade sagen, wie präzise dein Zylinderabstand ist. Das war ja die Frage. Ja, das sehen wir hier. Ist der genau 88,00? Warte, ich muss kurz rechnen. Taschenrechner. 382,873 minus 470,808. 78,935 mm Zylinderabstand auf den beiden Zylindern. Was? 87,935, aber ich muss sagen, den Nullpunkt haben wir ja angetastet jetzt hier an einer Buchse, die nicht ganz rund ist. Mhm. Die ist nicht ganz rund, die sind jetzt... Das bedeutet, wenn ich jetzt eventuell nochmal neu nachmesse, könnte es... Aber es ist eh egal, denn ob du jetzt 400-500 mm den Zylinderabstand versetzt hast, dein Kolbenbolzen, der, es gibt Motoren, da ist das Original so. Ja. Da ist der ist Pleuel zum Kolben versetzt. Guck mal, was hier für ein... Was dafür ob das jetzt 300 Zoll nach links oder rechts geht, ja, ist genau, weil ich würde tippen, das Pleuel hat da locker einen Millimeter Platz drin, ne? Ja. Machen wir mal einen anderen hier. 800 minus 646 792. Geil, das ist nicht 90 Millimeter hoch. Ne, genau 88 hier der. Ja. Von da nach da. Aber krass, wie viel du dann doch auf dieser Maschine machen kannst. Hein? Ja. Finde ich super. Weil du bist ja eigentlich fast mit den beiden Maschinen plus die Hohnmaschine bist ja schon fast durch. Ich bin eigentlich nur an den Maschinen bestehend. Das Gute an der Maschine ist, dass sie ziemlich viel Z und X gibt, sondern alles an Farbe hat. Das hat die halt nicht. Ne? Also eine Kombination aus den zwei wäre. Würde Platz sparen. Ne? Ja, genau. Eine dicke Stelle. Okay. Einzige, was hier noch fehlt, ist die Wuchtmaschine. Ne? Ja, wir arbeiten dran. Weil das wäre nochmal was. Kurbeltrieb wuchten oder so. Aktuell lasse ich extern wuchten, aber vielleicht bald nicht mehr. Okay. So, also nochmal zurück zum Block. Ergebnis, wirklich Endstufe. Ja. Sieht echt sexy aus. Wenn jetzt hier noch diese Ringe reinkommen, ne? Ist das wirklich vorbei. Dann ist das wirklich, sieht das schon geil aus. Und dann hier diese Kolben noch so drin. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe es mir nicht so gut vorgestellt. Denn als ich das an dem Testblock gemacht habe, okay, sah cool aus, aber so, wenn das so passend sitzt, ja, und bündig ist und wenn die Nutzung noch so ist, vorbei. Ich muss sagen, wir haben den Block hier hingebracht und ich war mir zu 100% sicher, dass du sowas von motiviert bist, das fertig zu machen. Ich finde, das merkt man irgendwie. Ja, da merkt man, dass du motiviert bist, dass du da Bock drauf hast. Man hat doch irgendwie, ich bin so ein Typ, wenn ich mir eine Herausforderung stelle, dann kann ich nicht schlafen, dann muss ich das lösen. Ja, ne? Und guck mal, zusammengefasst. Damit das funktioniert, habe ich mir erstmal einen hohen Liter gebaut, dass wir die Hauptlagergasse schießen können. Dann ist mir aufgefallen, Mist, wir brauchen das ja, um zu spannen, mussten wir erstmal Spannhülse kaufen. Mhm. Dann, jetzt mussten wir noch Nutenliter kaufen, ne? Also viele Liter. Jetzt hast du gerade noch wieder irgendeine Aufnahme gebaut auch, ne? Ja, genau. Wie meinst du? Nee, du meinst doch, irgendeine Aufnahme hast du ja auch nochmal auf dem Block gebaut. Hast du neulich noch irgendwas gesagt, dass du irgendwas gebaut hast? Zum Spannen auch. Nee, ich meinte, glaube ich, mit dem Bauen des Werkzeugs. Okay. Kann auch sein. Ich wollte, ursprünglich war der Plan, dass wir das ja auf der Presse machen. Ah, du wolltest dir einen schrägen Tisch bauen. Dann wollte ich mir einen Tisch bauen oder sowas, wir gerade pressen können, aber... das Pressen ist bei dem Block einfach nicht notwendig. Keine gute Idee, ja. Dann machen wir. Okay. So, das heißt, wir müssen jetzt warten, bis das Werkzeug da ist. Ich hoffe, übermorgen. Für heute haben wir aber erstmal ein ganz cooles Video wieder zusammen. Mal wieder spät, tief, in der Nacht, dunkel, wie immer. Und ja, dann geht es als nächstes mit der Nut weiter. Und dabei können wir dann nochmal zeigen, wie schön dieser Draht da reingeht. Ja. Und dann geht das Ganze auch so langsam dem Ende zu. Ne? Ja, wir haben noch viel vor uns. Da kommen immer noch viele kleine Baustellen, die wir nicht einplanen. Das ist oft so. Okay, ich würde auf jeden Fall, glaube ich, auch gerne ein Video dazu machen. Oder du mit deinen Jungs, wie ihr so einen Block wirklich reinigt.
Mhm. Weil viele denken immer so, ein bisschen Kercher reinhalten, wenn überhaupt die Leute den Kercher nehmen. Gibt bestimmt auch viele, die nehmen wirklich nur Bremse rein und Auspasspistole so ungefähr. Ne? Ich muss auch teilweise manchmal sagen, das ist manchmal besser, denn Leute habe ich hier, die haben die dann in eine Sandstrahlkabine gepackt. Da kriegst du das Zeug nie wieder raus. Nee, bin ich auch, würde niemals im Block strahlen. Ne? Ja, dann sage ich lieber einfach in die Waschmaschine und dann sieht der halt blöd aus, aber ist wenigstens von den Kanälen sauber. Ja, ja. Das können wir auf jeden Fall nochmal zeigen, weil der Block hat jetzt, glaube ich, auch wirklich so alles an Spänen hinter sich, was man so über die Jahre machen kann, so mit Bohren und dies und von hier nach A und B und hier in den Kofferraum und da in den LKW und auf den Tisch und so, dass der wieder richtig schön clean ist. Okay, so, ich würde mal wieder sagen, danke fürs Zuschauen. Wohl entspannt heute. Zieht euch das Video von Andi rein, ich glaub, wenn ihr eure Englisch-Skills noch mal ein bisschen... Ich arbeite dran. ...ein bisschen steigern wollt. Und im nächsten Video geht's weiter mit den Ringguten. Alles klar. Ciao. Ciao.